Der Clash of Clans Gott war heute Morgen endlich mit mir und hat mir hier endlich ein Heldenbuch beschert. Ich habe gedacht, ich kriege überhaupt kein Heldenbuch mehr. So konnte ich wenigstens mein King jetzt auf 73 ziehen und habe es allerdings ein bisschen verpasst, dass ich mir hier im Shop einen Hammer geholt habe vor einer Woche. Dann hätte ich nämlich jetzt zwei Heldenhammer. Vielen Dank dem Clan GSI bzw. unserem Event-Clan GSI für die zusätzlichen Medaillen. Die wären nicht notwendig gewesen. Wollte ich aber noch ansprechen. Aber naja, die Woche für mich war eigentlich ganz in Ordnung, was Liga angeht. Aber ihr habt es ja im Bild gesehen. Oha. Ja, oha. Spätzle mit Soße muss ja gegen Tribe ran. Und ich hatte euch ja versprochen, dass ich das versuche festzuhalten. Ich kann es auch festhalten. Ich bin im aktuellen Clan, beziehungsweise ich bin in der aktuellen Liga. Und ihr seht, es sieht nicht so gut aus für Spätzle mit Soße. Ihr seht da unten die vielen, vielen roten Haken oder braunen Haken, so braunrote Haken und nur einen grünen Haken. Ja, die Gruppe war ein bisschen komisch hier, denn ein Clan ist hier ganz, ganz klar ganz, ganz weit abgestiegen. Die wollten wahrscheinlich auch absteigen. Und im Moment ist Team Kuba zwar vorne, aber Tribe hat sicherlich noch ein paar Angriffe offen. Wir mussten am sechsten Spieltag gegen Tribe ran und ja, der war schon heftig. Ich weiß, es stand schon in jeglicher Presse, in allen Discords. Wir haben knapp verloren. Wir haben knapp verloren, beziehungsweise am Ende dann doch recht deutlich verloren. Aber es ging hier fulminant los, kann ich euch sagen. Das sieht man hier in den War Events. Und denn hier fiel erstmal ein Dreier nach dem nächsten und unten schon mal ein Zwei-Sterner auf Don Better auf Tribe-Seite. Und ja, ich weiß gar nicht, wo ich loslegen soll. Ich habe noch nichts gesehen hier, Leute. Wirklich noch nichts. Und wir gehen einfach mal rein. Ich fange mal hier mit dem Don an. Und ich habe noch weder eine Base gesehen, noch habe ich einen Angriff gesehen. Und wir gucken uns natürlich die von Jan vielleicht dann auch mal an. Ja, würde ich mal sagen, er hat sich hier wieder so ein bisschen durchgerettet, ja, nicht ganz. Aber ich denke, schöner und fairer Clankrieg hier. Sicherlich hat das beiden Seiten Spaß gemacht, vor allen Dingen uns dann hier gegen einen doch sehr, 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 sehr dominanten Clan anzutreten. Und ich will jetzt nicht sagen, das zeigt einem dann auf, wo man eigentlich steht oder wo man selber steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze dann so ein bisschen als Ansporn auch da ist, hier in jedem Fall weiterzumachen, die Qualifier immer wieder mitzuspielen an den Turnieren, auch immer Gas zu geben. Und das treibt einen dann, glaube ich, so ein bisschen nach vorne, wenn man eigentlich so ein gutes, ich nenne es mal für unsere Seite oder aus unserer Sicht echt gutes Ergebnis hier an den Tag legt. Denn 5-3er ist sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit, gegen Tribe Gaming hier zu holen. Und zu verlieren ist sicherlich jetzt auch keine Schande. Aber mal gucken, was der Don sich hier gedacht hat. Geht hier mit Queen übers Rathaus, habe ich jetzt gerade gesehen. Und jetzt kamen da ganz, ganz viele Hawks und ein paar Miner noch zusätzlich mit raus. Jetzt erst der Blimp außen. Okay, den hat er jetzt spät geschickt, aber ein bisschen von der Verteidigung ist jetzt erstmal abgelenkt vom Blimp. Aber er kriegt den da nicht ganz durch, nicht ganz bis auf den Scattershot. Oh, ein Klonzauber. Oh, das habe ich noch nicht so gesehen. Okay, Klonzauber. Sehr coole Idee, muss ich sagen. Das habe ich wirklich so noch nicht gesehen. Und der Drache da natürlich hat jetzt gar keinen Beschuss mehr, kann jetzt Stück für Stück abräumen. Ist allerdings jetzt abgelenkt von den schusseligen Kindern, der da wieder so rumhüppelt. Und außen noch ein paar Loons mit zum Clean-up. Allerdings, oder er lebt ja noch ganz schön viel, okay. Aber er hat auch noch ganz schön viele Miner da, sehe ich jetzt unten rechts und links. Die teilen sich jetzt zwar noch so ein bisschen auf, aber dennoch mit dem Elektrodrachen, der kann noch mal ein bisschen Feuer auf sich ziehen. Ist das hier dann wahrscheinlich. Ah, da kommt noch eine Bogenschütze. Na, schade, die schafft es aber auch nicht mehr. Aber dann reißen es die Miner, hat jetzt auch noch einen Frostzauber. Und der Edra hat nicht wirklich was gerissen. Jetzt rennt er den Skeletten hinterher. Und macht die jetzt aber noch down. Hat jetzt aber noch eine Luftabwehr zu schaffen. Und wer ist hier tatsächlich der Warden? Der Warden reißt es hier, Leute. Der Warden ist hier echt mal der Matchwinner. Okay, das sieht man nicht oft, aber zack, da hat der Warden sich das gerissen. Alles klar, okay. Ja, das habe ich jetzt nicht so ich muss sagen, das habe ich nicht so im Blick gehabt jetzt gerade. Und nicht, dass ich jetzt durcheinander komme. Einmal da, einmal da. Okay, die drei auf Izu da. Die muss man einfach zeigen, wenn man schon ein Video machen kann, ne? Die muss man einfach zeigen, wenn man schon ein Video machen kann.
Und so sieht man auch dann mal Bases von Tribe, denn die haben ja so ein ganzes Team hinter sich, aber wir haben mittlerweile auch unheimlich viele Bases zur Auswahl. Und auch, ja, ich habe auch jetzt tatsächlich im Rathaus 13 Bereich mal drei ganz neue Bases für mich entdeckt, ein bisschen umgebaut, und die haben gut gehalten bei GSI. Ich habe nicht einen einzigen 3-Sterner kassiert, immer nur so zwei. Ich glaube, das meiste, was ich kassiert hatte, waren so um die 80%, meine ich. Das war nicht wirklich viel. Also bin super, super zufrieden mit meiner Base im Moment. Und aber mal sehen, ich werde die anderen jetzt auch mal ausprobieren. Denn die konnte ich ja jetzt aufgrund dieser Spion-Geschichte dann nicht wirklich checken. Und wir schauen aber mal, was der Angreifer hier gemacht hat. Ich muss mal gerade über. Muss immer gucken, wer das ist hier. Ja, ich kann es gar nicht genau erkennen. Okay. Also der Attacker hier ist auf jeden Fall von Spätzle mit Soße und nicht vom Gegner, wie man meinen könnte. Also nicht von Tribe, sondern aus irgendeinem China-Clan. Mauerbrecher sind hier super durchgegangen. Nochmal ein neues Compartment aufgemacht hier mit der Queen. Und auch hier ein Hybrid. Hybrid immer noch sehr, sehr stark. Man ist hier also so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, vom Experimentellen weggegangen. Was im Moment ja in aller Munde ist, Zablalo und so weiter. Ich bin da auch noch in der Findung. Deswegen konnte ich euch davon noch keine wirkliche Videofolge machen, weil das gelingt mir noch nicht so gut. Ihr wollt ja auch ein bisschen was Nettes sehen und nicht nur die Ultra-Fails. Also bin ich da noch ein bisschen in der Findung, was sowas angeht. Aber ich habe noch einiges im Petto. Vor allen Dingen jetzt in der Liga habe ich auch mal ein paar andere Sachen ausprobiert. Im Rathaus 10 und im Rathaus 11 Bereich. Ich will nicht sagen, dass ich davon mir überrascht bin, aber ich hatte auch im Laufe dieser Liga hier, das war glaube ich vor zwei Tagen, ziemlich hart die Schnauze voll, muss ich sagen. Das hat man an meinen Angriffen gemerkt. Unkonzentriert, Einsterner, Fail. Und eigentlich war ich nah dran, das Spiel auch mal Spiel sein zu lassen, und ihr könnt mich mal jetzt. Aber so ganz geht's denn doch nicht. Auch jetzt habe ich lange mit mir gerungen, hier was aufzunehmen. Aber das wollte ich ja in jedem Fall mit euch festhalten, denn ich gehe gleich mit dem Thorsten noch mal ein bisschen wandern in die anderen Clans, was die so gemacht haben. Und spule hier nebenbei die Sachen hier einmal ab. Oh, da oben hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. So, der war jetzt auf Izo. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch mal einen Angriff, ich glaube, die beiden kennen sich, auch von Tribe natürlich zeige, gar keine Frage. Ich glaube, das kann man ruhig machen. Hier wird jetzt nichts großartig geleakt oder so. Es sind ja 3 Sterne. Und nur, wie man sie hinbekommen hat, auch hier mit Hybrid und einer Jägerin hier, also ein Kopfjäger, mit an Bord. Ich habe jetzt bei uns auch gesehen oder auch in den Clans, wo ich mit den anderen Accounts bin, manchmal benutzt man die gar nicht oder man kriegt sie nicht raus oder man vergisst sie. Vielleicht ist auch eine sehr, sehr kleine Truppe auf dem Feld, da so gut wie nicht zu sehen, sondern nur zu spüren. Aber ich habe ja auch einen Angriff gesehen, da kann man die Kopfjägerin auch einfach mal als Cleanup nutzen. Komme ich aber noch zu. Ist sicherlich auch mal zu machen. Aber hier hat es in jedem Fall was gebracht. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen. Jetzt ist sie gerade weggeflogen. Da so ein bisschen beim King mitgeholfen, sodass der Sir Longsword hier seine Queen noch nicht ragen musste, nur wegen dem Hund, nur wegen dem King. Und kriegt jetzt aber erstmal die Clanburg hier, auch mit einem E-Drachen. Der wird aber jetzt gefrostet, okay. Nicht Elektrodrachen, entschuldigt bitte, Inferno-Drachen. Inferno-Drachen, so hieß er. Inferno-Drachen, jetzt am Rathaus hier den Rage gesetzt, dass das Rathaus ein bisschen schneller down geht, denn irgendwo hat man hier dann unter Umständen ein zeitliches Problem. Außen geht jetzt der King, sorgt für den Funnel hier, für die Schweinereiter und für die Miner Queen jetzt gezündet. Der gegnerische vierte Held ist jetzt auch Geschichte und der Scattershot fällt auch. Damit sind jetzt beide Scattershot aus dem Spiel. Ich glaube, das sind auch so ziemliche, so, ich will es mal so sagen, Schlüsselverteidigung hier beim Rathaus 13. Denn wenn man die nicht down bekommt rechtzeitig oder man sie gar nicht down bekommt, dann kann das hier schnell mal einen Angriff gekostet haben. So, jetzt bin ich wieder am Start.
falsche Taste, schuldigt. Und deswegen lieber rechtzeitig und auch rechtzeitig klingelzündet, aber hier auf jeden Fall mit der Jägerin dabei. Und ja, diese Clean-Up-Jägerin, die sehen wir in jedem Fall noch. War ganz witzig, das habe ich entdeckt. Aus allen der vielen Kämpfe hier, aber ich habe hier erst so ein, zwei Stück gesehen. Also das, ihr seht das ja selber, das, was ich euch jetzt eigentlich zeige, das ist echt aus den Results hier. Und ist jetzt irgendwo, ich meine, das sind immerhin auch ganz, ganz, ganz schön viele Sterne hier gewesen. Und die muss man natürlich erstmal sammeln. Huckt auf Semmel, Semmel auf Maxi. Okay, Maxi Space hier, Maxi ja seit Neuesten oder seit kurzem auch wieder im Team von Tribe, und der hat ja auch einen ganz komischen Werdegang genommen. Irgendwo von ich höre erstmal auf mit Clash of Clans und mache mal ein bisschen Real Life, bis hin zu Brawl Stars, um dann doch noch wieder zu Clash of Clans zurückzukehren. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass viele Zuschauer das auch verlangt haben. Und er ist ja mittlerweile auch hart im Stream immer mit dabei. Und daher las er so ein bisschen nahe, dass er dann mit ins Team kam. Unter Umständen hat Tribe natürlich auch gesucht. Das weiß ich nicht genau, wie das zustande kam. Aber wir wissen selber, dass Maxi auch ein guter Angreifer ist. Und auch im Rathaus 13 Bereich jetzt mittlerweile, glaube ich, wieder eine feste Größe ist, was das angeht. Und der Semmel hier will jetzt oder wollte erstmal den Maxi hier zur Verteidigung auffordern. Und hier auch ein Lavahund und ich glaube etwas klein Zeug. Aber da ist auch eine Jägerin wieder mit dabei. Auch sehr unangenehm, Leute. Sehr unangenehm, die Jägerin in der Verteidigung. Nicht die Jägerin, ja, ich weiß, sie heißt anders, aber wir nennen sie einfach mal so. Kopfjäger. Kopfjäger in Verteidigung. Und sehr unangenehm, weil die doch, ich will jetzt nicht sagen, extrem Schaden macht, aber dieser Giftschaden, den die verursacht, der kann schon ganz schön wehtun. Und aber auch der Semmel hier außen mit dem King und dem Päcker lässt er auf der Außenbahn laufen, dass die Truppen jetzt in jedem Fall in der Base bleiben. Wardenzündung hier Richtung Scattershot. Und dementsprechend ging es jetzt Richtung Adler. Da sind sicherlich viele Fallen. Ah, doch, da war doch keine Bombe. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Ah, doch, eine Riesenbombe ist da. Jetzt kommen noch die Schweinereiter aus der Kaserne mit dazu. Und die, oh, die helfen gut in der Mitte mit. Die helfen richtig gut in der Mitte mit. Tornadofalle. Die war nur gerade sehr, sehr kurz, weil sie schon ausgelöst war vorher. Ah, da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und auch das letzte Verteidigungsgebäude unten fiel jetzt mit, ich glaube, war das ein Magier? Ich glaube, ein Magier hat das gerissen unten, so wie ich es gesehen habe. Aber mit dem restlichen Cleanup jetzt, beziehungsweise er hat oben noch ein Lakaien und eine Bogenschützin. Ja, das haben wir jetzt immer dabei. Also wenigstens ein Magier und eine Bogenschützin, falls irgendwo doch noch etwas stehen bleibt, wo man vielleicht noch Zeit sich spart, beziehungsweise den allerletzten Prozent hier rausholt, dann kann man das sicherlich an der Stelle so machen. Aber schön gemacht hier von Semmel. Und ich will jetzt nicht sagen, wir gehen hoch oder wir gehen runter, wir gehen einfach in den nächsten Dreier. Ich meine, es sind hier ja unheimlich viel gefallen, so muss man es auch sagen. Und das war jetzt gerade Semmel auf Maxi. Jawohl. Und jetzt muss ich gucken, Nikolas gegen Tura. Turan. Gegen die Turan Army. Mal sehen, wie das gerissen hat. Manche Namen habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr so alles so kennt. Ich meine, einige sind natürlich geläufig hier, so wie Yves Tschech oder Izo. Izo gibt es ja auch noch. Lexnos und Maxi. Aber es gibt doch einige, die sind auch mir so ein bisschen unbekannt, was das Team angeht. Nikolas ist so einer. Nikolas ist so einer. Ich glaube, den habe ich noch nie kämpfen sehen. Warum auch immer. Entweder nicht im Einsatz oder in den Turnieren, wo ich dann nicht unbedingt dazu komme, mir die mit anzuschauen. Das kann natürlich sein. Und er nutzt hier die, ich nenne es mal so, neue Strategie. Also mit Blitzzauber hier und dann ein Lalopard. Auch noch mit Machttrank sogar. Okay, mit Machttränken. Ich meine, ich habe mir die Machttränke jetzt gespart für den einen
Oder für die zwei Helden-Level jetzt bei meinem King muss ich nicht unbedingt einen Machtrang nehmen, denke ich mal. Aber ich brauche jetzt doch irgendwo dringend Heldenbücher. Zwei Stück noch. Ich meine, eins gibt es im Pass am Ende. Und irgendwo hatte ich jetzt natürlich gerade eins im Shop. Das heißt also, ich werde jetzt erstmal keins mehr wiederbekommen. Aber vielleicht kommt ja bei den nächsten Spielen jetzt irgendwas bei rum an Rewards. Sonst dauert es halt noch bis zur nächsten Liga. Das ist mir jetzt aber nicht so schlimm, wenn der King noch nicht so weit ist. Aber ihr seht, wie weit er hier mit seiner Queen kommt und mit seinem, ich nenne es mal so, Kill-Squad. Das war jetzt gar nicht mal so groß. Und jetzt geht der Lalon-Part los hier Richtung Scattershot mit dem Lava-Hund. Schön die Lohnzimmer außen rumgesetzt. Das sind so die Dinge, die funktionieren bei mir noch nicht so gut, wo ich so ganz easy peasy immer mal so zwei, drei Loons auf eine Defense lasse, dass die auch so zusammenkommen wie hier beim Nikolas und hier schnurstracks Richtung Rathaus fliegen worden. Rechtzeitig gezündet, da überleben ja leider alle Loons. Man muss ja schon sagen leider, aber jetzt hat er auch keinen Zauber mehr und der Scattershot könnte nochmal unangenehm werden. Allzauber sitzt aber nochmal drauf für die restlichen Gebäude. Jetzt fühlten sich allerdings die Loons erst nach außen gezogen. Okay, damit die jetzt wieder reinfliegen. Außen nochmal ein paar Loons gesetzt und Drachen war wohl in der Clanburg drin. Der jetzt ein bisschen mit Cleanup macht oder halt auch mal einen noch nicht gemachten Helden macht oder was auch immer. Aber am Ende kann dann auch so ein Drachen schon mal die Entscheidung bringen, auch wenn er sehr langsam ist. Aber zusammen hier, also richtig macht, so richtig kriegt er nichts mehr gebacken, weil die Welpen hier alles machen, beziehungsweise die Minions. Und die Loons bringen dann doch noch den letzten Inferno hier rum. Also, toller Angriff hier. Und ich denke mal, das war auch für alle Beteiligten ein sehenswerter Tag. So, zwei Stück habe ich noch. Ich muss mal eben gucken, welche das denn jetzt waren. Das war gerade auf die Tura Army. Und dann gucken wir uns auch mal Herrn Schaso an, würde ich sagen. Der ist ja ab und zu auch mit in den Streams bei Noobs mit dabei als Kommentator und der streamt auch selber, wobei ich ihn da nicht so oft sehe, aber ich glaube, wenn das Team um Tribe Gaming selber spielt, dann streamen die jetzt nicht mehr unbedingt. Ich meine hier Liga ja, aber wenn es dann darum geht, die Wettbewerbe zu spielen, dann sieht man sie eher seltener, weil sie sich dann natürlich logischerweise bisschen mehr konzentrieren. Ich habe auch, muss auch mal den Hut vor E zu ziehen, der hier immer in seinen oder oft in seinen Livestreams hier ein bisschen CWL macht und so. Und da kommt dann das ein oder andere Mal ja auch nicht unbedingt ein Drei-Sterner bei raus, aber es kommen natürlich gute Angriffe bei raus. Aber ich glaube, hier kann sich keiner beschweren, dass das hier kein gelungener Clankrieg ist. Und so macht dann Clash of Clans, denke ich mal, auch wenn man nicht gewinnt, kann das auch Spaß machen. Also auch eine Niederlage kann Spaß bringen. Sicherlich hat man sich ein bisschen mehr erhofft. Natürlich ist immer so eine Mini-Chance da, zu sagen, ach komm, die packen wir jetzt. Die haben vielleicht mal einen schlechten Tag erwischt oder so. Oder sind auch vielleicht zeitlich ein bisschen angespannt, was auch immer, durch die vielen Termine. Aber auch hier der Lalopart, also über die 9 Uhr Ecke hier auch Richtung Scattershot. Hier unten stehen allerdings zwei Scattershots. Mal sehen, was er da macht. Er wird jetzt sicherlich gleich einen Freeze bringen müssen. Oder er freest den Feger. Feger und der Scatter, den kann er. Beides kann er eigentlich freesen hier. Er freest aber einfach nichts. Er nimmt die Warden Ability dafür, um hier seine Loons am Leben zu halten. Jetzt kommt erst die Belagerungsmaschine außen noch mit dazu. Und nach wie vor der Felsenwerfer hier mit unheimlich viel Trefferpunkten am Start dabei und ist nach wie vor meiner Meinung nach die stärkste Belagerungsmaschine zurzeit, neben der Kaserne, die ja nochmal zusätzliche Truppen aufs Feld hier mitbringt. Aber das ist auch wirklich unheimlich stark und ihr seht, wie viel da oder was da eigentlich rauskam, inklusive Drache jetzt. Okay, der Drache mal wieder nur abgelenkt. Ob das so gewollt ist, weiß ich nicht. Der macht jetzt nämlich erst den King und fliegt jetzt wahrscheinlich, ah nee, doch nicht. Ich dachte gerade, der fliegt jetzt den kleinen Skeletten hinterher. Aber die Drachen machen das Ganze in Ruhe hier. Nicht die Drachen, sondern die Loons. Fliegen so eine Defense nach der nächsten ab. Es sind ja genug noch da. Und schöner Angriff hier. Und ich gönne dem letzten Angriff
mal den Jan hier. Und da kommt das nämlich, was ich eben angesprochen habe. Also da kommt dann ja das, was man sich auch mal gönnen kann, ne? Okay, ich glaube, Jan hat ja auch sehr, sehr spät erst angegriffen. Ich muss mal eben gucken in die Events hier. Das war nochmal der Xillis hier auf Splat. Und ich glaube, es war der Angriff hier, den ich mir angeguckt habe. Ja, es war der Angriff hier von Izu auf unseren André auf SMS. Nicht André, das ist Swoss, ist Matze. Entschuldigt bitte, ich dachte, war gerade ganz durcheinander schon wieder. Die vielen Real-Namen hier. In den mittlerweile 2 oder 3 Clans, wo Spätze mit Soos auch mitspielt, weil wir gar nicht mehr alle aufnehmen können bei SMS. Aber auch hier vielleicht ein bisschen verpeilt geflogen, aber gerade noch so vor der Mauer zum Stehen gekommen. Und die Yeti Mites, die schaffen es sogar fast bis zum Adler, habe ich gesehen. Die schaffen es nochmal fast bis zum Adler. Also ich glaube, der Adler wird schon mal angehittet mit 2, 3 Hits, meine ich, weil es die nächste Defensive ist. Und seht da fast den Adler geschafft, auch noch. Also das wäre das i-Tüpfelchen gewesen hier bei diesem Angriff, wenn er hier noch den Adler sogar mit rausgekriegt hätte. Aber da ist jetzt auch nur einmal draufschießen oder ein Hammerschlag von Hawkridern notwendig. Allerdings, Queen geht jetzt erstmal Richtung Rathaus hier, schön gefunnelt. Meine, hätte man es anders? Nein, manchmal ja, aber nicht wirklich immer. Und jetzt kommt zwar noch so ein paar nervige Skelette, aber er zündet seine Queen jetzt schon sehr, 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 sehr früh hier. Entweder war hier schon ein Hit drauf, dass er wusste, was in der Clanburg nachher drin ist, oder aber er war sich sicher, dass die Queen hier wirklich so lange hält und diesen ganzen Gang jetzt da unten bei den Bauhütten entlang gehen kann, weil er hier halt dafür sorgt, dass sie auch dort bleibt, nämlich mit King und mit dem Hybrid hier. Geht es hier jetzt weiter und ihr müsst unten mal auf die Karten achten, beziehungsweise im Moment sage ich Karten, weil ich so viel Clash Royale gespielt habe in den letzten Tagen, mal auf die Truppen achten. Und tatsächlich, die Queen bahnt sich den Weg hier durch diesen kleinen Schlauch hier, inklusive der Miner und auch der Hawkrider. King ist sogar mit in der Base und nicht außen. Das ist, ja, ich will nicht sagen sportlich, aber jetzt gleich kommt eigentlich diese Situation. Ihr müsst euch den Minenwerfer hier anschauen, die ich angesprochen habe. Auch hier hat Izu seinen Kopfjäger nicht genommen, nimmt den einfach als Cleanup. Ist natürlich edel, einfach mal die Kleine als Cleanup hier mitnehmen. Und die ist eigentlich gar nicht mehr da, aber sie hilft dir noch beim Cleanup und sie ist einfach ziemlich schnell auch, was das Cleanup machen angeht. Und das ist dann natürlich edel, dass du so eine kleine Truppe mit 6 Platz dann zum Cleanup nehmen kannst. Also schön gemacht hier von Izu. So, jetzt habe ich gerade auf den Tacho geguckt und oh Donnerwetter, die Folge ist unheimlich lang geworden, aber ich wollte das wenigstens so ein bisschen für euch festhalten, dass das Game hier gegen Tribe, glaube ich, ein gutes Game gewesen ist und dementsprechend ein schöner Kampftag hier, aber wann siehst du schon mal so viele Sterne gegen dich und natürlich auch so viele Sterne, die man hier verteilt hat, aber ihr seht auch hier in ein Sterner, volles Risiko, denke ich mal, ist man da einfach mal gegangen, aber dennoch Glückwunsch an beide Teams und an Tribe, die wohl, na, die könnten, ich weiß nicht, ob sie die Saison gewinnen hier, wir können mal reingucken, sie haben noch, ach, die haben erst 6 Angriffe gemacht, okay, 6x3 sind 18, ja, okay, Tribe ist auf einem guten Wege hier die Liga in jedem Fall zu gewinnen. Und ja, SMS habt ihr gesehen, es steigen 3 Stück ab hier. Leider ist SMS mit dabei. Ach ja, das kriegen wir wieder hin. Kopf hoch, da müssen wir durch. Und nächste Liga wird besser. Bei GSI sind wir übrigens 3. geworden. Also auch da geht die Welt nicht unter. Und wir bleiben auch dort in
Champ 2 drin, nicht in Champ 2, sondern in Champ 3. Jetzt hätte man ja natürlich sagen können, Mensch, wenn wir jetzt aufgestiegen wären mit GSI, dann hätten wir drei Clans von uns in Champ 2 gehabt, nämlich der Clan Spätzle 2, glaube ich, ist auch schon in Champ 2, meine ich, oder unser anderer. Wir haben auch noch einen Event-Clan. Alle drei sind in jedem Fall oder wären dann in Champ 2 gewesen und dann hätte man sich ja vielleicht mal selber gematcht. Naja, sei es drum. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen länger geworden ist und ihr jetzt ein bisschen weniger von mir gehört und gesehen habt, auch auf dem Discord, aber ich wollte einfach mal so ein paar Stunden auch clashlos sein. Ich glaube, das sei bei allen so ein bisschen gegönnt und dann sehen wir uns in jedem Fall in weiteren Folgen. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.